ihr habt gerade schon gesehen, es gibt Teambewertungen. Wenn die Teambewertung zu unterschiedlich ist, erhält man eine Portokasse als Ausgleich, wovon man sich hier zum Beispiel ein weiteres Teamtraining, Zauberer und Bestechung und so weiter kaufen kann. Wenn man halt keine Portokasse hat, muss man das aus seinem normalen Geld bezahlen, was ganz schön teuer ist. Ich kann mir hier auch den Gegner angucken, was der für eine Mannschaft hat. Oh, ich spiele gegen die Nurgle. Das ist eigentlich eine neue DLC-Mannschaft. Das ist interessant, dass ich gegen die spielen darf. Ich darf sie nur nicht selber spielen. Die sind, glaube ich, auch ziemlich standfest. Wir bestätigen also einfach mal. Match fängt an. Ich weiß nicht, warum es im Singleplayer Encountern gibt. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber das ist ja auch egal. Am Ende 10 Sekunden zu warten ist nicht ganz so schlimm. Wir haben jetzt gleich immer im Hintergrund diese schönen Kommentatoren. Die könnte ich vielleicht ein bisschen leiser machen noch. Damit man auch was hört, ohne dass man... So, will ich jetzt zuerst im Angriff sein oder in Verteidigung? Sprich, ich krieg den Ball oder ich muss ihn wegkicken. Ich glaube, ich will den Ball erstmal wegkicken. Und die Nurgle haben irgendeine Fähigkeit. Jetzt soll ich meine... Erstmal soll ich meine Spiele platzieren. So, ihr seid eigentlich meine Blitzer. Ich will euch eigentlich ein bisschen mehr in den Mittel haben, Jungs. So, da. Den Zombie lasse ich da, weil das ist mir egal. Ich nehme ich ein bisschen nach hinten. Meine Werbe vielleicht auch. Hallo? So, das sind meine... Die sind bei einem Backup, weil die haben den niedrigsten Rüstungswert bei mir. Sprich, die muss ich ein bisschen beschützen. Ihr kommt da hin. So, dann packen wir euch hier rüber. Einfach nur, damit ich ein bisschen... Damit die nur ganz außenrum durchkommen. Weil jeder Charakter hat so einen direkten Felder um ihn drumherum. Wenn dann Gegner durchläuft, versucht er ihn daran zu hindern. Und eine Runde geht so lange, bis alle Spieler ihre Aktionen durchführen konnten. Beziehungsweise bis ich auf Runden beenden klicke. Oder bis einem Spieler etwas misslingt. So, jetzt kann ich bestimmen, wohin. Ihr seht, wie weit es wegprallen kann. So, wenn ich auf den ziele, treffe ich wahrscheinlich eh nicht genau dahin. Von daher kann ich das einfach machen. Jetzt haben wir hier so einen Anstoß. Angel of Doomsday bekommt einen kostenlosen Bonuszug. Doch Spieler in einer gegnerischen Tagger-Zone können keine Aktion durchführen. Okay. Sprich, alle. Ich könnte jetzt hier durchlaufen. Da seht ihr die Wahrscheinlichkeiten, dass ich das Ausweichen schaffe. Was ganz schön hart ist, muss man ehrlich mal sagen. Deswegen sollte man das vielleicht nicht tun. Was hat der hier eigentlich? Nein. Danke. Wenn wir eigentlich nur angucken. Er hat Stärke 5. Das ist ganz schön hoch, weil ich habe hier nur Stärke 4 stehen. Er hat Stärke 5, aber er hat halt Bewegungsweite 4, Geschicklichkeit 1, ist halt super niedrig. Also mit Ball aufheben und sowas ist bei ihm ganz schlecht. So, ich will aber, glaube ich, eigentlich gar keinen Zug machen, deswegen nur Zug beenden. Das fällt ihm halt wirklich direkt in die Hand. Oh, ich wollte gerade sagen. So, jetzt ist halt der Gegner dran, weil ich den Anstoß übernommen habe. Und ihr seht rechts und links, wie viele Runden jeweils welches Team noch hat. Der Gegner hat zum Beispiel 2 Teamwürfel, Teamwiederholungswürfel, ich habe nur 1. Und dafür hat er den Kommandanten. Und er will hier irgendwie meinen Werwolf behindern. Oder meine Werwolf. Hä? Das ist nicht so geil. Er ignoriert den Ball einfach und geht sich prügeln, oder was? So, was wir mal sehen, er hat normalerweise so 66% den Ball aufzuheben. Und es hat sogar funktioniert bei ihm. Man sieht das hier unten immer. Ball aufheben, 3 plus, geschafft. Und das ist das Ergebnis, beide gehen down. Da meiner blocken hat, passiert nichts. Und für ihn ist es schief gegangen, also ist für ihn die Runde vorbei. Und es gibt ein sogenanntes Turnover im Englischen. Sprich, ich bin dran. Alle anderen Aktionen, die er hätte machen können, verfallen damit. Und sind sozusagen nutzlos. Ich hole den mal hier ran, weil wenn ein Charakter oder ein anderer, der nicht in einem Tackle Zone eines weiteren Spiels steht, daneben steht, kriege ich hier Unterstützung plus 1 Stärke, dann kann ich hier besser angreifen. So. Schieb mal den doch mal raus. So. Loch, weil der hat Rasen, deswegen kann er nochmal angreifen. So. Und dann schieben wir ihn einfach mal aus dem Spielfeld. Damit wird er von Fans angegriffen, die ihn gerade K.O. geschlagen haben. Finde ich mega toll. Und damit gibt es schon einen Gegner weniger auf dem Feld. Also das gleiche können wir hier drüben eigentlich auch nochmal machen. Oh, hier hätten wir gleich eins weitergehen sollen, weil ich schiebe jetzt gleich weiter.
Vielleicht hätte ich das doch nicht tun sollen. Aber ich habe mich daran gedacht, dass hier noch eine. Moment mal, steht auch noch einer. Die sind viel stärker als ich. Das ist voll gemein. Stärke 4, während der hier Stärke 3 hat. Ich sollte, wenn er mit dem angreifen. Abstoßendes Aussehen, 83%. Wir versuchen es mal. Ja, ich darf anscheinend angreifen. Und wir folgen. Damit wir mal von dem Vieh hier wegkommen. Da ist nämlich ein bisschen ekelhaft wäre. So, dann hauen wir das hier noch raus. Er hat auch abstoßendes Aussehen. Wir haben hier nämlich die gleichen Stärkewerte. Das bedeutet, der Gegner kann auch nur mit einem Stärke angreifen. Jetzt habe ich aber zwei Spieler freigespielt. Die stehen nicht mehr in der Tackle-Zone, also können ganz normal laufen. Und können zum Beispiel hier hinlaufen, um mal meinem Werwolf zu helfen und noch einen rauszuschieben. So, jetzt habe ich hier zweimal Unterstützung. Er hat nur einmal Unterstützung. Schieb mir ihn doch mal weg. So. Zack. Oh, da muss ich wieder. Sonst wäre ich jetzt gestürzt. Das wäre ganz schlecht gewesen. Ich hätte ihn vielleicht gerade schieben sollen. Dann hätte ich ihn rausschieben können. Jetzt konnte ich ihn nur so schieben, dass er zu Boden geht. So, jetzt haben wir hier noch einen. Will ich irgendwo hinlaufen damit? Ich glaube, ich will. Das nennt man taggen, wenn ich aber nur mich in die Nähe stelle, damit er es schwerer hat, irgendwo hinzukommen. Der hier muss noch. Das sind ja alles für Boni. Oioioioioi. Nurgelfäulen. Das tötet den Spieler, einen Gegner bei einem Blockblitz. So wird dieser infizierte Gegner zu einem neuen verfaulten Rookie, okay. Sau blöd. Das kann also passieren, dass er gar nichts tut, wenn er irgendeine Aktion machen soll. Einzelgänger, störendes Wesen. Störendes Wesen haben sie, glaube ich, alle. Innerhalb von drei Feldern muss jeder Spieler beim Passen abfangen oder fangen eine 1 von dem W6 abziehen, auch wenn er die Spieler mit dem verstörenden Präsenz am Boden ist oder gelähmt ist. So, ich kann jetzt versuchen, aus dieser Tackle-Zone um den Charakter hier drum heraus auszuweichen. Da seht ihr, 42% Tentakel, 50% Ausweichen. Das ist also schon echt schwierig, deswegen lasse ich das lieber sein. Ich könnte ihn noch versuchen anzugreifen, weil ich eine Unterstützung habe. Aber das ist alles nicht so super, deswegen mal zu beenden und gucken, was er macht. Weil er hat jetzt die gleichen Probleme wie ich, glaube ich eigentlich. Die übliche Taktik ist, dass man den Ballträger in die Mitte nimmt und dann sozusagen diagonal jeweils einen Spieler platziert, weil dann kann der Ballträger sehr schwierig angegriffen werden. Das ist so das Übliche, was man machen kann. Oh, er blitzt. Und beide gehen down. Hat er blocken? Nein, hat er nicht. Damit ist der Dicke schon down. Das ist super. Der Dicke ist down, ohne dass ich was machen musste. Und damit kann ich ihn hierhin bewegen. Ich hätte ihn vielleicht sogar aus dem Angriffskreis rausbewegen sollen. Jetzt kann ich hier auf ihn auf jeden Fall mal wegkicken. Ah, es gehen beide down. Damit ist es ist meine Runde vorbei. Das ist dumm gelaufen. Hätte ich vielleicht erstmal mit meinem Werwurf hier hochlaufen sollen oder sowas. Um zumindest in der Nähe zu stehen von dem Ballträger. Damit der nicht jetzt irgendwie durchläuft. Wobei sie ja eh nicht so wahnsinnig schnell sind, die Nögel. Von daher geht das dann schon. So, diesmal nimmt Meister mich down. Dieses Ausrufezeichen bedeutet, wenn mein Charakter ausweichen hätte, könnte dieses zu Boden gehen ein Wegschieben werden. Weil meiner halt flink ist sozusagen. Was dann relativ günstig ist. So, was macht er jetzt? Beide gehen down. Damit bin ich wieder dran. Das ist doch ziemlich oft ein Turnover hier. So, jetzt so, lassen wir erstmal den hier wieder aufstehen. So, das ist nämlich wichtig. Weil erstmal Sachen machen, die mich nichts kosten. Aufstehen. Aufstehen. So. Jetzt tagge ich erstmal den. Den Ballträger mit meinem Werwolf. So, dann laufe ich mit Flacker hier mal hin. Hab ich ihn hier an einen vergessen? Ne, da steht drüben. Okay. So, jetzt kann ich hier mit zwei angreifen. Der hat Blocken, deswegen wäre beide down gehen nicht so schlimm, aber ich krieg sogar einen richtigen Knockout. Folgen. So, jetzt kann ich sogar dagegen blitzen mit zwei Würfeln. Eine Blitzaktion ist immer, wenn ich laufe und angreife.
So, und wir folgen hier auch, schieben ihn weg. Nach einer Blitzaktion kann ich sogar nach angreifen und noch ein Stück laufen, wenn ich möchte. Eigentlich möchte ich gerade gar nicht. So. Hier habe ich 67% Ausweichen. Ich könnte doch hier einfach nochmal hauen. Dann muss ich mir das nicht mit dem Ausweichen geben. So, der hat jetzt Blocken, deswegen ist beide down. Nicht so schlimm, weil meiner bleibt stehen. Und damit ist er sogar verletzt. Damit kriegt mein Charakter sogenannte Star-Spieler-Punkte, diese gerade hier. Was die XP in dem Spiel sind. Ich kann damit aufleveln. Ihr seht hier unten 0 von 6. Der hat jetzt 2 von 6. Wenn ich 6 erreiche, erreiche ich Level 2. So. Komme ich hier hin? Ich komme sogar ohne Probleme hier hin. Laufen wir doch mal hier hin. Da können wir dann hier hinten rum. Nächste Runde weiterlaufen. Und du läufst mal hier rüber, falls die irgendwie durchbrechen sollten, dass wir ihn zumindest hacken können. Dass er halt nicht einfach weiterlaufen kann. So, du beschäftigst einfach nur den. Das passt schon. Der Zombie wird einfach nur da rum beschäftigt. Also ich habe jetzt hier das Glück, dass ich eine relativ nahkampfstarke Mannschaft habe. Hätte ich jetzt eine Mannschaft mit deutlich weniger Stärke und Rüstungswert, hätte ich Probleme gegen die Nurgle, weil die mich sonst verprügeln wollen würden. Da könnte ich nur versuchen, wegzulaufen und auszuweichen. Was dann doch relativ anstrengend ist. Und der wird jetzt wahrscheinlich versuchen, hier durchzulaufen, wobei das nicht geht ohne... Ah, er läuft dahin, er läuft zum Fetten hin. So, da hat meiner, der hier die Tackle-Zone hatte, wo er durchgelaufen ist, ihn getreten beim Vorbeilaufen und er ist gestürzt. Und da wurde ein Team-Wiederholungswurf gerade benutzt, hat man an der schönen Wiederholung erkannt. Und der kann nur geschoben werden. Folgt er ihm? Ja, er folgt ihm. Das ist ja nicht ganz so schlimm. So, damit ist der Dicke wieder down. Der hat irgendwie dieses große Vieh hat gegen meinen Zombie nicht so gute Chancen. Also seht ihr die Ergebnisse immer hier unten. Rüstungswurf fehlgeschlagen. Und der zweite Rüstungswurf ist auch fehlgeschlagen. Deswegen hat sich keiner irgendwie ernsthaft verletzt. So, jetzt kann ich mal hier mit ihm ans Weiterlaufen, damit ich auch wieder den tagge. So, was will ich jetzt als nächstes tun? Du stehst mal wieder auf. Du stehst auch auf, damit der hier nicht einfach laufen kann, ohne irgendwie behindert zu werden. So. Den kann ich direkt mal angreifen. Das hilft mir, weil der steht direkt neben dem Ballträger. Ihn wegzukicken. Folgen. Bam. So. Ja, der hat zu viel Stärke. Aber jetzt kann ich gegen den blitzen mit meinem, der Blocken hat. Was sehr hilfreich ist. Und Regeneration. So, damit ist der Ball Carrier down. Folgen. Oh, der hat sogar eine Verletzung erlitten. Er ist sozusagen eine Runde länger ausgenockt. Er kann nicht direkt nächste Runde wieder aufstehen. Und ich laufe. Ich laufe noch eins weiter. Das ist gerade. Ja, da wollte ich sprinten sozusagen. Da wollte ich ein Feld weiterlaufen, als meine übliche Bewegungsreichweite sind. Bis zu Feld sind möglich. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit war 83%. Es ist trotzdem schief gegangen. So, der ist gerade saublöd getriggert. Das bedeutet, er macht nichts diese Runde. Weil er einfach nicht weiß, mit dem, sozusagen mit dem Angaben des Coaches, was er machen soll, was anzufangen. Und macht einfach nichts. So. Der hatte 50% Ausweichen. Dann wird wieder ein Team-Wiederholungswurf eingesetzt. Und es kann trotzdem noch schief gehen. Er wird einfach nur ein zweites Mal gewürfelt. Und hier hat sich mein Werwolf verteidigt. Was immer das bedeutet. Ich habe jetzt gerade nicht verstanden. Ach nee, zum Ball gehen ist schief gegangen. Er hätte also, er ist genauso wie ich, er hätte eins weiterlaufen müssen, als er eigentlich darf. Und das ist schief gegangen für ihn. So, jetzt stehst du erstmal auf. So, jetzt greife ich wieder gegen ihn an. Weil da habe ich zwei Würfel, das ist ganz gut. Und das ist nicht gut. Dann gehen wieder beide down und damit ist wieder ein Turnover. Da hätte ich erst laufen sollen mit denen hier zum Beispiel. Die stehen hier die ganze Zeit blöd rum. Weil ich halt nichts mit denen mache. So, saublöd hat es nicht mehr geschafft, indem er eine 4 gewürfelt hat. Und halt jetzt beide mehr würfeln. Und da gehen auch wieder beide down. Also meiner kann sogar blocken. Dadurch geht nur der down. Das ist ja noch besser. So, jetzt fangen wir mal an hier. Jetzt laufen wir erst. So, da kann ich einfach hinlaufen, ohne irgendwas würfeln zu müssen. Das kann also auch nicht schief gehen.
So, der müsste würfeln dafür. Dann gehen wir lieber hier hin, um unseren Werwolf zu assistieren. Du kannst weiterlaufen, du kannst also hier noch mit hin, um uns weiter zu unterstützen gegen den Ballführer. Du stehst auf. Einfach nur. Dann greifen wir hier mit dem Ball, den Ballführer an. So, sehr gut. Folgen. Bam. Der fliegt aus dem Ball. Gegen ihn kann ich noch vorgehen. Das ist nicht gut. Ist wieder beide tot. Aber zumindest habe ich den Ball schon mal hier. Und den Ballführer down. Und wir haben beide noch zwei Züge in dieser Halbzeit. Er stellt erstmal einen Großteil von seinen Spielen wieder auf. Weil das halt auch wichtig ist, weil wer auf dem Boden liegt, hat keine Tackle Zone. Also diese Felder drumherum nicht. Oh, das ist scheiße. Da wird mein... Ist meiner rausgeschoben worden? Ist irgendwas passiert mit ihm? Nee, er ist einfach nur raus. Er hat keine Verletzung erlitten und nix. Das ist angenehm, weil dann mit dem nächsten Anstoß ist er wieder auf dem Feld einfach. Da ist, passiert nichts. Der ist nur jetzt, solange kein Anstoß ist, vom Feld runterhalten. Aber es ist ziemlich gut möglich, dass man halt, wie vorhin schon gesehen, auch mal in Charakter K.O. gehen kann, wenn er rausgekickt wird. Das ist ein Feld. Knochenbrecher. Da hat er, glaube ich, irgendwie eine Verletzung dazu bekommen. So. Du stehst auf. Du greifst den an. Dann schieben wir den bitte hier rüber. Damit mein Ballspieler sozusagen, der üblich üblicherweise mein Ballspieler ist, da besser rankommt. Jetzt machen wir den noch down. Nochmal vom Ball weg. Folgen. Bam. Der ist sogar K.O. gegangen. Damit ist der auch wieder. Hat die Chance, wie es hier so steht, bei jedem Anstoß wieder zu Bewusstsein zu kommen, ansonsten ist er für das Spiel nicht zu gebrauchen, hat aber keine langfristigen Auswirkungen. Spieler können bis im Zweifelsfall sogar sterben. Und das ist nicht gut. Damit gibt es ein Turnover. Da hat das störende Wesen getriggert und es wurde schwieriger für mich, den Ball aufzuheben. Ich wollte nämlich eigentlich den Ball nehmen und in die Endzone rennen. Also gegen Nurgle Ball aufheben ist ein bisschen schwierig. Da müsste man, und das funktioniert sogar, wenn sie K.O. sind. Also du kannst sie auch nicht K.O. schlagen, um den Ball aufzuheben, das macht keinen Unterschied. Sie haben halt einfach eine Präsenz auf dem Spielfeld, die nicht angenehm ist. Und das ist halt in der Form, dass es schwieriger ist, irgendwas aufzuheben gegen sie. Und jetzt habe ich jetzt meinen Stand fest, der geht zwar zu Boden, aber er bleibt da stehen, wo er ist. Wodurch ich halt nicht wieder reinlaufen muss. Da geht mein Zombie nochmal down. Hier passiert aber auch nichts. Rüstungen müssen 9 oder mehr würfeln. Mit 2 Würfen ist es halt relativ selten. Und da geht der Angreifer down. Das ist sogar ganz gut. So. Jetzt muss ich mal sehen, was ich tue. Du läufst erstmal hier hin, damit du überhaupt wieder stehst. Du stehst auch einfach nur wieder auf. Ich habe ja eigentlich genug Charaktere zum Spielen. Und bloß die beiden wegkriegen, weil sonst kann ich da schlecht den Ball aufgeben. Sprich, du bist erstmal dran. So. Ich kann nur dahin schieben. Dann folge ich, damit ich wieder ihm assistieren kann, gegen ihn assistieren kann. Nehme ich ihn. Nein, halt. Das sieht nicht gut aus. Dann laufe ich halt so. Oh, zum Ball gehen. Ich hoffe jetzt, es mehr klappt. Nein, Sprint klappt. Also, Zombies sind im Sprinten nicht gut. Das ist aber Halbzeit, 0 zu 0.